So, und herzlich willkommen bei Kulitär und heute stelle ich euch noch ein paar Filme vor. Es wird das letzte Update für heute sein, aber es kommen noch mehr in den Tagen. Und beim ersten Film fange ich an, es war Winkos Headhunter. Dieser Job ist die Hölle. Ich habe es eigentlich nur wegen so cooles Cover gekauft, also richtig geiles Cover und wegen Rückbild sieht auch noch krank und cool aus. Also der Film hat eine Freigabe von 16. Wie man hier sehen kann. Ja, und das Cover sieht richtig geil aus mit der Dame, die der Zombie oder irgendwas verkleidet ist. Hier im Hintergrund sieht man noch so ein paar aus der Hölle. Ja. Und ja, eigentlich ganz gut. Ich habe den Film jetzt noch nicht gesehen. Headhunter, böser Splatter-Horror, als Mischung aus Stromberg und Tanz der Teufel. Ich lasse mich mal überraschen. Aber das sieht schon mal krank aus. Das Baby hier so ekelhaft. Hier genau so ein Bild. Und hier auch. Oh. Hier dann eine Axt in der Hand. Ja, von Atomatic Films veröffentlicht, glaube ich, oder? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, oder? Ja, nee, im Vertrieb von Escort Elite Home Entertainment. Ja, der Film hat eine Laufzeit von ca. 84 Minuten. Und ja, über den Film kann ich nichts sagen, weil ich noch nicht gesehen habe. Aber das Cover schaut schon recht gut aus und lass mich mal überraschen. Und jetzt komme ich zum nächsten Film, zwar Pinkauf, aber nicht sehr teuer, 2,97 € bei Amazon. Alone in the Dark, die original Kinofassung. Von Concord veröffentlicht. Und ja, das ist leider die geschnittene, wie man da auch sehen kann. Das ist ja die originale Kinofassung. Die ungeschnittene habe ich mir jetzt nicht gekauft, weil die ja teurer ist. Das ist mir jetzt auch eigentlich egal. Ich habe den Film auch nur nie ungeschnitten gesehen. Ungeschnitten soll mehr, also Blut und alles fließen. Hab ich gehört. Ja, aber lass mich mal überraschen, weil der Film hat auch nur 2,97 € gekostet, also kann man nicht viel sagen. Ich fand den auch schon so gut. Also das Cover sieht ja richtig geil aus, finde ich. Brustkorb, da hinten ist böse, hier sind Hörner und da ist auch noch einer, Alone in the Dark. Ist das der Film? So, wie ich schon erklärt habe, Cover sieht geil aus. Und hier ist ganz FSK 16. Und wie man hier auch sehen kann, hat auch Special Features, deutscher und US Kino-Trailer und vieles mehr. Ja, es gibt ein Videospiel davon, mehrere Teile sogar, aber ich habe mir den Film. Also das Spiel finde ich nicht so toll. Hier sieht man noch so ein Monster. Oh. Oh. Richtig gut. Und der Film hat eine Laufzeit von circa 94 Minuten. Und jetzt kommen wir nochmal zu Disc. Sehe ich die Disc? Und hier haben wir nochmal wie so ein kleines Booklet ja, also was zum Film, Produktion, Notizen. Und hier der Kapitelübersicht. So, und jetzt komme ich zum nächsten Film. Das habe ich mir auch, weil ich den auch sehr gerne gucke, den Dolph Lundgren, oder wie der jetzt heißt, in Retrograde. Krieg auf dem Eisplanet. Krieg auf dem Eisplaneten. Also von MIG veröffentlicht. Und ja, Film ich jetzt auch noch nicht gesehen, aber der Schauspiel ist recht gut. Finde ich. Mal sehen, wie der so wird. 3 € bezahlt auch 2,97 € bei Amazon. Kann man nichts sagen. Und ja, Film hat das Cover sieht auch geil aus. Und der Film ist haut auch eine Freigabe von FSK 16. Und ja, im Jahr 2204 tut die Erde eine Seuche. Kann sie Menschen ausrotten, möchte. Oder so. Tja, hier sieht man noch ein paar Bilder zum Film. Der Film hat eine Laufzeit von ca. 85 Minuten. 5.1. Und Special Features, New Trailer Show. Eurovideo und MIG, irgendwas war da. Ich weiß jetzt nicht, wer das jetzt veröffentlicht hat, aber eine von beiden wird schon gewesen sein. Das kann auch zum Ende. Ja.
Und hier ist nur eine Disc, also kein Booklet, nichts dabei. So, jetzt komme ich auch noch zum Film. Also House of Wax. Die ungeschnittene Fassung, glaube ich, ist das hier. Die FSK 18 Fassung. Leider ohne Wendecover, wie man hier auch sehen kann. Hier steht auch nochmal gejagt, ermordet, zur Schau gestellt. Da spielt Paris Hilton und Jared Petilek die mit oder so, wie der jetzt heißt. Oder wie der heißt, ich weiß es nicht. Kann den Namen nicht so gut aussprechen. Ja, und der Film, den Film, also ich fand ihn recht gut. Andere schon wieder nicht. Ein paar Freunde, die ich kenne, die finden ihn nicht so gut, aber ich finde ihn gut. Also ist die Original-Kinofassung. Habe ich mal für 5 Euro bekommen, konnte ich nicht sagen, für 5 Euro war günstig. Oder ich weiß nicht mehr genau, 5 oder 10 oder 7 Euro, eins von beiden. Schon ein paar Tage her. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ist auch egal. Also, das Cover sieht recht geil aus. Nur leider, das Flatschen nervt. Das ist mein Hausaufgabe von der Frau mit Wachs übergossen. Ja. Und ja, so ein Vorder. Und hier ist immer noch hier brutaler Horror mit Paris Hilton perfekt besetzt steht hier. Hier sieht man noch mal ein paar Bilder zum Film. Ja, und der Film hat eine Laufzeit von ca. 108 Minuten. 16:9 und tja, veröffentlicht wurde der Film von Warner Plaza, glaube ich, Warner, ja. Und ja, Specials haufenweise, wie man hier sehen kann. Das ist gern so hier Special. Sehr viel. Tja, jetzt kommen wir auch zur Disc. House of Wax. Ah, hier ist so ein bisschen Werbung. Das war in einem anderen Film drin, habe ich jetzt hier einfach reingeklemmt. Also das war hier drin, also Werbung. Und hier ist die Disc. Genauso wie das Frontcover. Und jetzt kommen wir zum letzten Keepcase, also für die Sub, für das letzte für heute. Auch FSK 18 Flatschen leider von drauf. The Texas Chainsaw Massacre. Von Michael Bay, glaube ich, ja. Nach einer wahren Geschichte. Tür habe ich mir auch gekauft. Hier FSK 18 Flatschen, leider ohne Wendecover. Von Konstantin Film veröffentlicht. Und wirklich, von dem Film war ich positiv überrascht. Der war richtig klasse, richtig geil war der, finde ich. Richtig geil, wie schon am Anfang oder so. Knallt die sich da das Gehirn raus, ey, und das ganze Blutspritze, wie ich das Ganze sage. Einfach geil, die ganze Gehirnmasse liegt da rum. Einfach geil. Ja, hier sieht man das auch. Das ist ein richtig cooles Cover, finde ich. So Kettensägen-Cover. Tja, sonst schlicht gehalten. Das war's eigentlich von dem Cover. Und ja, hier sieht man Leatherface. Hier steht auch nochmal. Und hier ist immer diese Schauspieler da. Und ja, der Schrecken hat ein Gesicht im Leatherface. Das ist das Remake aus 1974. Ja. Und der Film hat eine Laufzeit von ca. 83 Minuten. 5.1 Englisch und Deutsch. Ja. Und ja, im Vertrieb von Highlight. Klasse Disc. Klasse Film zu empfehlen. Und ja, hier sieht man die Disc. Und hier sieht, glaube ich, ist eine Kapitelansage, wie man hier sehen kann. Und auch noch was zum Film. Und die Extras aufgelistet. Darstellerinformationen und vieles mehr. Und hier sind wir noch diese Kapitelansage. Also, ja, einfach klasse. Habe ich mir auch mal gekauft. Und ja, hat auch sogar noch DTS-Sound. Also klar. Klar ist klar. Und das war's. Dieses Update. Und kommentiert und abonniert. Und bis zum nächsten Mal.